Willst du mal ein Auto fahren, musst du schon als Baby sparen. Das ist Karneval in Wasungen. Es ist der Straßenfasching der DDR. Frech, fröhlich, freizügig. Mit einer Geschichte von über 500 Jahren. Irgendwie hat hier jeder mit dem Karneval zu tun. Ein närrisches Völkchen im tiefsten Thüringen. Einer davon, Bürgermeister Manfred Koch. Karneval bedeutet damals für ihn, tausende Besucher zu beköstigen und zu beherbergen. Kein entspannter Job. Ich glaube, dass wir hier 4-5 Tage lang aber volles Holiday hatten. Das Woodstock der DDR, würde ich fast sagen. Der andere, Büttenredner Heinrich Wey. Schon in den 60er Jahren ist er im Karneval unterwegs. Mal in der Bütt, mal auf der Straße. Sein Spitzname, der Ricke. Bei uns gibt es nur zwei Jahreszeiten, entweder vor dem Karneval oder nach dem Karneval. Das spricht sich rum. Und so kommen nach Wasungen nicht nur Besucher von Fichtelberg bis Kap Arkona, sondern sogar aus dem Westen, in Form ihres Ostreporters Lothar Löwe. Von der Abgrenzung ist hier nichts zu spüren. Die Wasunger sind freundliche Leute und die Gäste aus der Bundesrepublik sind herzlich eingeladen, es genauso närrisch zu treiben wie die Karnevalisten in der DDR. Das Westfernsehen frei im Osten unterwegs. Das geht nur, weil die Reden vorab zensiert, auf politisch korrekt getrimmt sind. Und trotzdem rutscht den besten Büttenrednern auch mal ein gewagter Witz heraus. Experte dafür ist Heinrich Wey. Also ich habe die Polizei in einer Büttenrede als Bullen bezeichnet. Ja? Durfte ich aber nicht. Und jetzt musste ein neuer Name gesucht werden für Bullen. Wir haben gesucht, wir haben eine Viertelstunde lang. Und zum Schluss haben wir uns auf Ochsen geeinigt. Der Karneval in Wasungen als Ventil für den Unmut des kleinen Mannes. Eines ihrer Themen, wir ringen uns durch die Wartezeit mit dem Trabantersatz. Sie machen ihrem Ärger über die langen Wartezeiten für einen fahrbaren Untersatz Luft. Oder die miserable Versorgung mit Obst und Gemüse in der DDR. Unter dem Motto, Südfrüchte, die sind gut, doch wir essen lieber Kraut, ziehen sie als lebende Kohlköpfe durch die Stadt. Der Straßenumzug ist das Ergebnis eines langen Prozesses. Von Einreichung, Bewertung und Aussortierung nicht gewollter Kritik. Karnevalist Martin Krieg kann sich gut erinnern. Das war ja alles geregelt zu Zeiten der DDR. Es gab Gesetze und es gab diesen, ich sage immer so schön, Kack, Back und Zack. Das ist Kreisarbeitsgemeinschaft, Karneval, Bezirksarbeitsgemeinschaft, Karneval und zentrale Arbeitsgemeinschaft, Karneval. Die wollten natürlich die sozialistische Moral auf uns herüberschwemmen, was teilweise niemals gelungen ist. Die Lacher sind auf Seiten der Karnevalisten. Streicher an der Grenze des Zulässigen. Schlitzohr Martin Krieg bekommt 1988 dafür den Lügensack. Einen der wichtigsten Orden des Wasunger Karnevals. Man musste natürlich da verdammt aufpassen, über was man spricht und wie man es anspricht. Ansonsten hatten es natürlich auch einige Büttenredner, selbst in Wasungen, sehr, sehr schwer. Wo man dann sagte, dann richte dich bitte nach der sozialistischen Norm, ansonsten verlierst du Beruf, verlierst dein Geschäft. Und man drohte auch teilweise mit Gefängnis. Pflichtgemäß reicht Büttenredner Wey all seine Reden 3 Wochen vor dem Termin ein und nimmt sogar die Streichungen hin. Doch im März 1986 ist es den observierenden Genossen zu viel seiner Spötteleien. In einer Einladung entdecken die Genossen plötzlich einen unzulässigen Zusammenhang zwischen dem Wort Lügen und dem SED-Parteitag. Und dann kam eine ganze Maschinerie in Gang. Die Polizei hat mich verhört 2 Stunden lang. Ich dürfte den Raum nicht verlassen. Es wird geprüft, was mit mir wird. Mir ging es sehr schlecht. Also ich habe noch nie Probleme mit der Obrigkeit gehabt oder ganz sogar mit der Polizei gehabt und so weiter. Ja, ich war ja ein unbescholtener Bürger, aber wenn man dann auf einmal solche Unterstellungen
kommt mit solchen Unterstellungen konfrontiert wird, dann geht es einem schon an die Nieren. Heinrich Wey wird in Wasungen nie wieder in der Bütt stehen. Das bunte Treiben geht weiter ohne ihn. Im Mittelpunkt steht oft das leibliche Wohl. Von allem gibt es auch in Wasungen zu wenig. Mit Sonderzuteilungen von Backwaren, Würstchen, Bier, Schnaps schaffen sie Abhilfe. Und Bürgermeister Koch tut sich dabei besonders hervor. Straßenbeleuchtung war immer so ein Thema. Ne? Lampen, ne? DDR-Zeiten, wenig vorhanden. Bürgermeister alle geschimpft, müssen die Lampen können, nicht kaputt. Ja, ich habe gesagt, in Wasungen, Karneval, Sicherheit muss gewährleistet sein bis 5 und so. Ne? Also muss es auch hell sein. Also haben wir Sonderkontingent bei Narva gehabt. Ne? Wir hatten immer Straßenlampen in Wasungen. Anfang der 80er ist die Stadt Wallfahrtsort vor allem für die sogenannten dekadent-negativen Jugendlichen. Mit Parka, Schlafsack und langen Haaren kommen sie zu Tausenden. Doch man will sie hier nicht haben. Haben sie da schon ziemliche Kontrollen gemacht und die Züge haben sie da schon ausgesiebt, was nicht ganz astrein ist. In ihrer Meinung zumindest haben sie schon alles aussteigen lassen. Die sind da gar nicht reingekommen. Ein paar hundert dieser merkwürdigen Typen schaffen es doch. Für eine gute Sicht werden sogar Abrisshäuser besetzt. Und schließlich macht ein Gerücht die Runde. Der traditionsreiche Wasunger Straßenkarneval soll verboten werden. Sie hatten immer Angst. Zwischen 30.000 und 40.000 Zuschauer am Straßenrand. Der Umzug setzt sich in Bewegung und er läuft auf einmal anders drum und läuft vielleicht gegen Grenze. Was passiert dann? Doch durch alle Zeiten hinweg, ungebrochen bis heute, stehen die Zeichen in Wasungen auf 11.11 Uhr. Karneval.